Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Close to the Sun. Und ja, wir suchen immer noch unsere Schwester. Und es wird nicht besser. Es wird nicht besser. Von hier sind wir doch gekommen. Hä? Dr. Harskin. Gittingsbums. Oh wow. Wieso ist hier ein Bauplan für einen Hubschrauber? Wer das lesen möchte, drückt bitte auf Pause. Ich bin ganz ehrlich, ich will eigentlich gar nicht lesen, ich will einfach nur zocken, zocken. Okay, es wird nicht besser. Es wird nicht besser. Ladies. Hallo. Hallo? Ich müsste mal auf Klo. Okay. Tierversuche, Wetterkontrolle, Zeitmanipulation. Gibt es irgendwas, das die hier nicht erforscht haben? Oh. Ah, nur meine Ex-Freundin kann warten. Da drüben sind grüne Lichter, da muss ich hin. Ey! Verficktes Teil! Hey, nicht fluchen! Rose! Oh mein Gott! Meine große Schwester ist hier! Oh! Meine große Schwester ist hier! Ja! Das ist sie. Und wir, Schwesterherz, werden jetzt hier verschwinden. Sag schon, wie komme ich zu dir? Da rechts. Kurzer Flur und Treppenhaus, kannst du nicht verfehlen. Ich bin gleich bei dir. Ada? Ich hab nichts gemacht. Ada! Raus! Raus jetzt! Rose, hör mir zu. Es ist okay. Wirklich, es ist okay.
dir. Ich werde dich ewig dafür lieben. Aber du musst etwas tun. Rette meine Aufzeichnungen, Rose. Geh zum Theater und hol den zweiten Teil des Berichts. Zusammen sind sie der Schlüssel zu allem. Du kannst das in Ordnung bringen. Versprich es mir, Rose. Versprich es mir. Nicht so. Versprich es mir, Rose. Nein. Ada. Nein. Ja. Da war die Schwester tot. Soll vorkommen in den besten Familien. Na dann, weiter. Hallo? Was? Ah, hat ganz schön lange auf sich gewartet. Ja. Achso, das hatten wir ja schon mal gelesen. So, Kapitel 5. Rose? Rose, bist du da? Komm schon, Rose! Mach schon, Rose! Antworte mir! Rose! Verschwinde, Aubrey. Jetzt oder nie, Rose, sie kommen. Ich habe gleich keine weiteren Türen mehr zu schließen. Ist mir egal. Sie ist tot, Aubrey. Ich war zu spät. Siehst du? Ich weiß, aber du hast etwas versprochen, Rose. Pfadfinder Ehrenwort und so. Wenn du jetzt nicht gehst, holen sie dich auch. Ein Versprechen. Komm schon, steh auf und dann raus. Die Tür auf der linken Seite, los! Links ist das hier. Richtung Physikabteilung. Sobald du mich hier rausgeholt hast... Ich gehe nicht zur Maschinenhalle, Aubrey. Aber du hast gesagt, du hast versprochen... Ich weiß, Aubrey. Ich weiß. Und ich halte mein Wort. Aber meine Schwester bat mich um einen letzten Gefallen. Das muss ich zuerst erledigen, Aubrey. Familie geht vor. Ich verstehe. Wohin musst du? Zum Theater. Wie komme ich dorthin? Öffne erstmal die Tür von der Physikabteilung. Ich überlege so lange, wie du zum Theater kommst. Ich bin gleich wieder da. Keine Lust, wieder vor Monstern wegzurennen. Okay, ich glaube, ich habe die Lösung, Rose. Bist du da? Ja. Ich bin hier. Irgendetwas brennt jetzt. Oh ja, das wird der Reaktorkern sein. Hier ist der Nullpunkt. Hier hat alles angefangen. Das Feuer, das wir entfacht haben, brennt einfach weiter. Die Helios wird seit Tagen von innen heraus zerstört. Atme die Dämpfe nicht ein. Das ist absolut nicht zu empfehlen. Wow. Leichter gesagt als getan. 1-1-2-2-3. Du hast einen Weg zum Theater für mich gefunden? Habe ich, aber du wirst ihn nicht mögen. 2, 3. Komm schon, schieß los! Siehst du, wo der ganze Rauch und das Feuer herkommen? Nun, ich werde dich mitten hindurchleiten. Ich hasse diesen Ort. Es wird noch schlimmer. Der Reaktorkern ist abgeschirmt. Dein Funkgerät wird dort unten nicht funktionieren. Du musst alleine einen Weg durch die Flammen finden. Ich beobachte die fremdartige Energie hinter dir und versuche, sie im Zaum zu halten. Wir hören uns auf der anderen Seite.
irgendwelche Tipps? Fang kein Feuer. Scheiße. Hey! Fang kein Feuer, sagte er, und ich stand in Flammen. Gegrillt Rose. Okay, wir gehen doch da lang. Versprich es mir. Ada? Soundprobleme gerade, deswegen das auch. Genau neben ihm zu stehen, während er in Sekundenbruchteilen Gleichungen löst, für die andere Wochen geackert hätte. Man konnte sein Gehirn nahezu arbeiten hören, Benny. Man konnte es hören, wie ein ich verrate Aubrey. Dir was. Bleib Aubrey! Schon. Rosie! Du bist zurück! Großartig! Ich habe Benny hier gerade erzählt. Das Theater, Aubrey. Wie komme ich dorthin? Du erwähntest einen Aufzug. Natürlich. Genau vor dir. Ich schicke ihn zu dir. Was hast du dort überhaupt vor? Ich muss ein Notizbuch finden. Rose, dein Schmerz liegt außerhalb meiner Vorstellungskraft und du hast mein aufrichtiges Aber ich habe dir schon mehrfach das Leben gerettet. Ich denke, ich verdiene zu wissen, worum es geht. Du hast recht, Aubrey. Tut mir leid. Ich suche ein Notizbuch, das meine Schwester irgendwo im Theater versteckt hat. Es enthält ihre Forschungsergebnisse und ich habe versprochen, darauf aufzupassen. Das ganze Schiff war von ihrer Kompetenz überzeugt. Nicola inklusive. Und nun... Der Aufzug ist da, Rose. Sobald du bereit bist. Ja, sobald ich bereit bin. Das war's aber mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt gespannt, genießt den Tag und bye bye. Rockstar dance until I drop my level.